Paulus sagt am Ende seines Lebens, ich habe den Glauben bewahrt. Ich bin bei Gott geblieben. An einer anderen Stelle der Bibel heißt es, dass der Glaube vom Hören des Wortes Gottes kommt. Was war jetzt der brennende Unterschied zwischen diesen beiden? Warum kann Paulus am Ende seines Lebens sagen, ich habe einen guten Kampf gekämpft und Saul ist in einem Kampf umgekommen? Gott schafft den Menschen und er schafft eine wunderbare Bindung. Es ist etwas Wunderbares geschaffen. Und Gott sagt, ich selbst will bei ihnen wohnen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Hesekiel 37, 27. Und jetzt habe ich eine Frage. Wie viel hast der Mensch hier gerade getan? Wie viel kannst du dazu tun? Kannst du für dich erzwingen, dass du geboren wirst? Oder muss dich jemand zeugen? Hier steht, ich will euch ein neues Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres legen. Ich grüße euch, liebe Gemeinde, in der Liebe Jesu Christi. Ich möchte ehrlich zu euch sein und ich will euch nicht anlügen. Ich bin aufgeregt, weil ich noch ein junger Bruder bin. Und ich habe mich gefragt, was kann ich denn der Gemeinde beibringen? Und ich bin ganz schnell darauf gekommen, dass ich euch nichts beibringen kann. Aber ich glaube, dass der Herr mir etwas gegeben hat, was ich euch dennoch darbringen kann. Ich möchte diese kurze Predigt mit einer Bibelstelle beginnen, nämlich Jesaja 55, Vers 3. Jesaja 55, 3 steht Folgendes geschrieben. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben, denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Mein Thema heute ist das Thema ein Bund mit dem Ohr. Das Ohr ist etwas Besonderes, das lesen wir in Hiob 12, Vers 11. Da steht Folgendes geschrieben. Hiob 12, Vers 11. Prüft nicht das Ohr, die Worte, wie der Gaumen die Speise schmeckt. Was hier geschrieben steht, ist, dass das Ohr alles prüft, was in unser Inneres kommt. Alles, was akustisch zu uns durchdringen will, muss erst einmal durch das Ohr geprüft werden, so wie auch unser Gaumen die Speise prüft. Das Ohr können wir uns also vorstellen wie einen Filter, wo nur das durchkommt, was wir beschließen, das durchkommt. Jetzt ist das Ohr auf eine andere Weise interessant, nämlich das Ohr kann auch etwas hören, aber daraus folgt nichts. Nämlich in Jakobus 11, 22 steht, wir sollen Täter des Wortes sein, nicht bloß Hörer. Es ist also möglich, etwas zu hören, was in dir weder etwas vollbringt, noch irgendetwas verändert. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Zwischen dem, der das Wort hört und zwischen dem, der das Wort hört und tut. Ich finde es so interessant, nämlich im Deutschen gibt es diesen sprachlichen Unterschied, jemanden zu hören und auf jemanden zu hören. Das ist ein kleiner Unterschied. Und ich möchte dazu zwei biblische Vergleiche bringen, nämlich einmal König Saul und einmal Saulus, später auch Paulus. Nämlich ich glaube, dass diese beiden Menschen in ihrem Wesen, wie sie auf Gott gehört haben, einander komplett unterschiedlich sind. Dass sie komplett entgegengesetzt sind. Ich möchte nur ihr Ende angucken. Ich denke, wir kennen genug über ihr Leben. Ich möchte nur auf das Ende gucken, nämlich einmal auf das Ende von Paulus. Nämlich Paulus hat seinen Brief an Timotheus geschrieben und dort stehen interessante Worte, nämlich 2. Timotheus 4 ab Vers 7 steht Folgendes geschrieben.
Ab Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Paulus sagt am Ende seines Lebens, ich habe den Glauben bewahrt. Ich bin bei Gott geblieben. An einer anderen Stelle der Bibel heißt es, dass der Glaube vom Hören des Wortes Gottes kommt. Das heißt, Paulus sagt, ich habe den Glauben bewahrt. Das heißt, er hat stetig auf Gottes Stimme gehört. Schauen wir uns Saul an. Nämlich, sein Ende steht geschrieben in 1. Samuel, Kapitel 28, Vers 18. 1. Samuel 28, Vers 18, Entschuldigung. Saul ist am Ende seines Lebens zu einer Wahrsagerin gegangen, weil Samuel schon gestorben ist und wollte, dass sie Samuel zurückholt, damit er mit ihm reden kann. Und Samuel sagt zu ihm folgende Worte, Vers 18, weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht hast und seinen glühenden Zorn gegen Amalek nicht vollstreckt hast, darum hat der Herr dir heute dies getan. Und der Herr wird auch Israel und dich in die Hand der Philister geben. Und morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein. Auch das Heer Israels wird der Herr in die Hand der Philister geben. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht hast. Ich bezweifle nicht, dass Saul gehört hat, was der Herr ihm gesagt hat. Saul wusste genau, was der Herr von ihm wollte, aber er hat nicht auf ihn gehört. Er hat der Stimme des Herrn nicht gehorcht. Und er ist am Ende umgekommen auf eine schreckliche Weise. Was war jetzt der brennende Unterschied zwischen diesen beiden? Warum kann Paulus am Ende seines Lebens sagen, ich habe einen guten Kampf gekämpft und Saul ist in einem Kampf umgekommen? Ich habe eine Antwort darauf gefunden, die in Sprüche 18, Vers 15 steht. Sprüche 18, Vers 15. Da steht Folgendes geschrieben. Das Herz des Verständigen erwirbt Erkenntnis und nach Einsicht und Erkenntnis trachtet das Wort der Weisen, das Ohr der Weisen, Entschuldigung. Der Unterschied zwischen Saul und Paulus war, dass Paulus sein Ohr nicht vor dem Herrn verschlossen hat, sondern er trachtete nach Erkenntnis. Aber Saul, so wie in Jeremia 6, Vers 10 geschrieben steht, Jeremia 6, Vers 10. Zu wem soll ich reden? Wem soll ich Zeugnis ablegen, dass sie hören? Siehe, ihr Ohr ist unbeschnitten. Sie können nicht darauf achten. Siehe, das Wort des Herrn ist ihnen zum Hohn geworden und sie haben keine Lust daran. Saul hatte keine Lust am Wort des Herrn. Paulus trachtete nach Erkenntnis und das Einzige, wonach Saul trachtete, ist er selbst. Er trachtete nur nach seiner eigenen Bereicherung. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir zu diesem Zustand, in dem Paulus war? Und ich möchte dazu einmal auf die Geschichte Israels hinweisen. Nämlich, als Israel aus Ägypten rausgezogen ist und Aaron als Priester berufen wurde. Das steht in 3. Mose 8, 23. Da steht Folgendes geschrieben. 3. Mose 8, 23. Und er schächtete ihn, nämlich ein Brandopfer, und Mose nahm von seinem Blut und tat es auf das rechte Ohrläppchen Aarons und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Und Mose brachte auch die Söhne Aarons herzu und er tat von dem Blut auf ihr rechtes Ohrläppchen, auf den Daumen der rechten Hand und auf den große Zehen des rechten Fußes.
Und Moses sprengte das Blut rings um den Altar. Und nochmal in Vers 15 steht geschrieben: Und er schächtete ihn, und Mose nahm das Blut und tat davon auf seinen Finger, auf die Hörner des Altars ringsum und entsündigte den Altar. Und er goss das übrige Blut an den Fuß des Altars und heiligte ihn, indem er für ihn Sühnung erwirkte. Hier sehen wir eine Parallele. Mose hat erst einmal den Altar gereinigt mit dem Blut eines Lammes und danach tat er genau dasselbe mit Aaron. Und ich hatte dazu einen Gedanken, nämlich Blut ist im Alten Testament oft ein Zeichen für einen Bund gewesen. Ein Bund, den vielleicht der Herr mit uns geschlossen hat oder ein Bund zwischen Menschen. Es wurde oft mit Blut besiegelt. Hiob sagt in Hiob 31,1, er habe einen Bund mit seinen Augen geschlossen. David spricht mit seiner Seele im Psalm 103, Vers 1, sie soll den Herrn loben. Er spricht, meine Seele, lobe den Herrn. Es ist also möglich, mit Teilen seines Körpers oder seines Geistes einen Bund zu schließen. Es ist möglich, ihnen Befehle zu geben. Und ich möchte dir sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, auch du kannst heute einen Bund mit deinen Ohren schließen. Auch du kannst heute deinen Ohren Befehl geben, dass sie nur die Stimme des Herrn hören sollen. Das geht. Wie oft hören wir nicht zu auf den Herrn? Wie oft ist es so, dass er zu uns spricht und wir ihn nicht hören? Ich möchte dazu Römer 10, Vers 17 lesen. Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, aber die Verkündigung durch das Wort Gottes. Aber ich frage, haben Sie es etwa nicht gehört? Doch ja, Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und die Worte bis ans Ende des Erdkreises. Wenn du vielleicht im Glauben wankst und du hast Schwierigkeiten, dann ist das nicht, weil der Herr nicht spricht. Die Bibelstelle sagt ganz klar, es ist ein Schall ausgegangen von dem Herrn. Er hat gesprochen, aber wir hören oft nicht zu. Ich kenne das nur zu gut aus der Jugend. Wenn ein Bruder kommt und sagt, wir brauchen Hilfe an einem Samstag, wer meldet sich freiwillig? Es ist ein Schall ausgegangen, aber irgendwie kommt danach niemand. Kennt ihr das vielleicht, liebe Gemeinde? Dass man etwas hört, aber es bewegt einen nicht. Und ich glaube, dass das dieser Unterschied ist. Menschen, die Gottes Stimme hören und es bewegt sie dazu, etwas zu tun. Ich glaube, dass ihre Ohren anders sind als Menschen, die die Stimme hören, es sie aber nicht bewegt. Und jetzt kommt natürlich die brennende Frage noch einmal aufs Neue. Wie komme ich zu diesem Zustand, dass ich das Herrn Wort höre und auch tue? Und dazu möchte ich Römer 8, Vers 13 vorlesen. Römer 8, Vers 13. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Paulus spricht hier, wenn ihr die Taten des Leibes tötet. Er spricht von einer Reinigung. Eine Reinigung, die durch den Heiligen Geist geschieht. Im nächsten Vers steht, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Der Unterschied zwischen jemandem, der auf Gottes Wort hört und auf jemanden, der Gottes Wort nicht hört oder nicht auf das Wort Gottes hört, ist, dass er selbst nicht rein ist. Er ist kein Sohn Gottes oder keine Tochter Gottes, weil er nicht rein ist, weil er nicht durch den Geist die Taten seines Leibes getötet hat. Und ich möchte euch nochmal aufrufen, liebe Gemeinde, dass wir das Blut Jesu Christi nehmen
und dieses Blut auch auf unser Ohr tun und dass wir es ringsum diesen Altar sprengen, ringsum unser ganzes Leben, damit wir völlig durchtränkt sind von diesem Blut, damit wir gereinigt werden können, damit wir Gottes Stimme wirklich hören können. Offenbarung 2, Vers 17a. Offenbarung 2, 17a. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Herr den Gemeinden sagt. Lasst uns aufstehen und beten. Versagen, dennoch liebst du mich so wie ich bin. Oh, du sagst, ich bin geliebt, auch wenn ich dich nicht spür. Du sagst, dass du mich hältst, wenn ich am Fallen bin. Du sagst, ich bin stark, wenn ich am Boden lieg. Auch allein sagst du, ich gehöre dir. Und ich glaube, ja, ich glaube, dass du über mich sagst. Ja, ich glaube, und ich glaube. Ja, ich glaube, dass du über mich sagst.
Gottes Stimme hören. In 1. Chronik, Kapitel 17, im ersten Teil von Vers 25 steht, denn du, mein Gott, hast das Ohr deines Knechtes geöffnet. Wenn ein Ohr geöffnet wird, dann heißt es, dass vorher das Ohr verschlossen war. Es ist nicht anders möglich. Wenn ich etwas öffne, dann muss es vorher verschlossen gewesen sein. Und der Vers, der heute auch 2-3 Mal durch die Predigt klingen wird, ist: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Hebräer 3,15. Habe ein offenes Ohr für Gott. Ich möchte euch eine Person vorstellen. Sie heißt Benjamin, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Pivko. Er ist geboren 1980. Im Alter von 8 Monaten kam eine Virusinfektion in seinen Körper und er verlor sein Gehör. Er wurde taub. Später, im Teenageralter, ist er dann in eine Privatschule in der Schweiz gegangen und dort hat er wichtige Fähigkeiten gelernt im Umgang mit seiner Gehörlosigkeit. Das heißt, er konnte sich auch gar nicht daran erinnern, wie es ist, etwas zu hören. Es waren 8 Monate, als er erkrankt ist. Und aus diesem, dass er das lernt, damit umzugehen, beginnt er auch später Sport zu machen. Und er wird sogar Trainer an einer Schule. Obwohl er vollkommen gehörlos ist, hat er jetzt Schüler, die er anlernt und denen er etwas beibringen kann. Später sogar tritt er in einer TV-Show auf. Und dieser Gehörlose kann sogar tanzen. Wie ist das möglich, dass dieser Gehörlose, dieser Benjamin, der eigentlich taub ist, überhaupt so etwas machen kann? Dass jemand taub ist, hat verschiedene Ursachen. Einige, die hören nur sehr schlecht, dann kann ein Gehörunterstützungssystem das Ganze verstärken, den Impuls. Aber andere können überhaupt gar nicht hören, weil die Nervenverbindung fehlt. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn wir über Gottes Stimme hören sprechen, dann müssen wir über das Ohr sprechen. Das Ohr, ich werde euch nicht mit Biologie jetzt langweilen, aber einfach nur, dass wir verstehen, das Ohr ist sehr komplex. Wir haben viele verschiedene kleinste Teilchen, die ihre Funktion erfüllen. Und jedes einzelne Teilchen, jeder Bestandteil muss zusammen mit dem anderen mitwirken. Und wenn alles gesund ist und wenn alles funktioniert, dann können wir etwas hören. Dann können wir etwas aufnehmen. Dann ist etwas da, was wie Schall in unserem Gehörgang reinkommt und dann verarbeitet wird. Laute, Klänge, Töne, Geräusche, das gesprochene Wort. Wenn aber irgendeines der Bestandteile oder vielleicht sogar mehrere nicht mehr funktionieren, wenn sie verletzt sind, dann wird der Mensch taub. Wenn etwas von diesem Bestandteil nicht mehr funktioniert, dann verliert der Mensch seine Möglichkeit, etwas zu hören. Und wenn ich dieses Beispiel von Benjamin sehe, dann frage ich mich, kann er vielleicht doch etwas hören? Er ist gehörlos, aber kann er vielleicht etwas wahrnehmen? Ist, können Taube etwas hören? Die Voraussetzung zum Hören, obwohl man eigentlich taub ist. Wenn zum Beispiel Taube etwas hören, dann hören sie nicht direkt, aber sie nehmen irgendetwas wahr. Sie merken, dass irgendetwas in der Luft ist, buchstäblich. Sie verstehen, dass sich irgendetwas gerade in der Luft bewegt. Wir verstehen, dass das Schallwellen zum Beispiel sind. Es gibt Menschen, die weder Vogelgezwitscher noch Autos hupen hören können. Aber sie können trotzdem ihren Fuß zu einer Musik, zu einem Rhythmus bewegen. Ich sehe das auch ganz oft bei uns im Gottesdienst. Wenn dann ein Lied gesungen wird, dann bewegt doch der ein oder andere mal seinen Fuß, weil das so reingelegt ist. Sogar dieser taube Mensch fängt damit irgendwie an. Wie kann man sich das vorstellen? Warum kann jemand, der nicht hört, so etwas spüren oder merken? Man muss sich das vorstellen, als ob du in einem Zimmer bist, und aus diesem Zimmer heraus kommt eine Musik. Du hörst diese Musik nicht wirklich, aber du spürst eine Vibration. Du spürst, dass irgendetwas im Raum ist tatsächlich. Du weißt nicht, welche Musik das ist. Vielleicht weißt du es sogar, weil du den Rhythmus kennst. Du nimmst irgendetwas wahr, du hörst nicht direkt, aber du verstehst, dass irgendetwas dort in der Luft ist. Es ist wie ein Schatten der Musik. Es ist wie etwas, was du verstehen kannst als Musik.
Du weißt, es deutet darauf hin, dass da etwas sein muss. Warum erzähle ich das und warum ist das jetzt für uns wichtig? Wichtig ist, weil die Bibel oft über das Ohr und das Hören spricht, wie wir heute gehört haben. Ich fand den Impuls, die Predigt von Matthias sehr gut, weil er eigentlich nur aus dem Wort Gottes gepredigt hat und so soll es sein. Er hat einfach nur gezeigt, wie wichtig es ist, dass das Ohr einen Bund mit dir geschlossen haben muss und dass es gereinigt sein muss. Das Wort spricht viel darüber. Warum ist das wichtig? Gott spricht. Also kann unsere erste Reaktion in Verbindung zu Gott nur das Hören sein. Wenn Gott spricht, dann ist deine erste Reaktion nicht, dass du schon was tust. Du musst erstmal etwas hören. Es kommt nichts anderes davor. Es gibt keine Dazwischeninstanz. Wenn er spricht, da kommt direkt danach das Hören. Deswegen ist das Hören wichtig. Warum ist das wichtig? Alle Dinge, die uns in der Natur, auch im Körper umgeben und uns biblisch im Alten Testament begegnen, also in der Geschichte, weisen auf Gottes Wesen und seine Absichten hin. Sogar in deinem Ohr siehst du die Göttlichkeit. In deinem Ohr kannst du etwas vom Wesen Gottes nachvollziehen. Also möchte uns Gott auch durch unser Ohr und das Hören etwas sagen. Viele Menschen meinen, die Stimme Gottes zu hören, aber vielleicht nimmst du nur irgendetwas wahr. Vielleicht hast du die Stimme Gottes noch gar nicht wirklich gehört. Weil ich werde ein Beispiel nachher nennen, in dem wir klar sehen, wenn jemand die Stimme Gottes wirklich hört, dann braucht es nur 3 Verse in der Bibel und er verlässt sein Land. Gott spricht in sein Leben, es kommt sofort eine Handlung, weil er die Stimme Gottes gehört hat. Wenn bei dir etwas kommt wie eine Predigt, du fährst nach Hause und es hat nichts in dir bewirkt, dann hast du vielleicht seine Stimme gar nicht gehört. Es ist wie, als ob im Nebenzimmer Musik gespielt hätte. Du hast irgendetwas wahrgenommen, einen Schall, aber du hast dich nicht entschieden, danach zu gehen. Vielleicht haben viele von uns die Stimme Gottes noch gar nicht wirklich gehört. Das ist vielleicht eine harte Aussage, aber es wird mit diesem Ehrlichkeitsmoment in dir vielleicht viel bewirken. In meinem Leben musste ich mir erstmal eingestehen, dass ich keine Beziehung mit Jesus habe, bevor eine Jesus-Beziehung angefangen hat. Ich habe gedacht, ich lebe ein Leben mit Christus, aber ich war nicht mit ihm und für ihn gestorben. Ich lebte nicht für die Ewigkeit in der Freude der Wiederkunft. Ich habe einfach nur ein christliches Leben gelebt. Und da, wo ich angefangen habe zu gucken, lebe ich eine Beziehung. Und ich musste mir eingestehen, ich habe es nicht getan. Ab da hat Gott angefangen. Vielleicht hat jemand noch nicht wirklich in seinem Leben die Stimme Gottes gehört. Wenn wir darüber sprechen, dann müssen wir immer darauf schauen, wie hat Gott es gedacht, was hat der Mensch gemacht. Das ist in allem so. Über die ganze Bibel, jede Geschichte, jeder Vers ist immer, wie hat es Gott gedacht, was hat der Mensch gemacht, wie muss Gott es jetzt retten. Du wirst kein anderes Muster finden. Es wird sich immer wieder wiederholen. Und deswegen schauen wir auch hier, was ist der Ursprung und was ist das Problem? Und ich habe es versucht, ein bisschen zu veranschaulichen. Gott schafft den Menschen und er schafft eine wunderbare Bindung. Es ist etwas Wunderbares geschaffen. Und Gott sagt, ich selbst will bei ihnen wohnen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Hesekiel 37, 27. In 1. Mose 3, 8 steht, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Wenn wir uns da den Kontext angucken, da geht es danach um eine Überführung der Sünde. Aber die Gewohnheit war, in der Kühle des Tages mit Gott in Gemeinschaft zu sein. So hat Gott es sich gedacht, das ist der Ursprung. Johannes 10, 27 sagt, und die Schafe, sie kennen und sie hören meine Stimme. Das heißt, es ist ihnen vertraut. Sie haben ein vertrautes Verhältnis zu der Stimme ihres Herrn. Sie hören diese Stimme und es gibt diese Verbindung. Es ist etwas da, das sie aufhorchen lässt. Das ist der Ursprung und so hat Gott es gedacht und so hat der Mensch es auch gelebt. Und so sollte es in Ewigkeit weitergehen. Es sollte nichts anders sein. Das sieht man ein bisschen schlecht, aber ich werde es vorlesen. Aber es kam anders. In 1. Mose, Kapitel 3, Vers 6, da steht, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust wäre für die Augen
und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war. Und er aß. Der Mensch in der perfekten Beziehung zu Gott, in der Verbindung, entscheidet sich und sagt, ich werde jetzt mein eigener Herr. Gott, du hast mir eine Anweisung gegeben und wir haben eine schöne Gemeinschaft, aber ich will unabhängig von dir leben. Und Gott spricht nicht mal ein direktes Urteil, sondern er lässt einfach die Konsequenz in das Leben hineintreten. Der Mensch entscheidet sich dagegen und die logische Konsequenz ist, er will unabhängig sein, also wird er auch nicht mehr in der Verbindung sein können. Er hat sich abgekoppelt. In 1. Mose 3,17 steht, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Es kommt also dazu, dass die Verbindung zu Gott weg ist. Warum? Weil diese Menschen an diesem Tag wahrhaftig gestorben sind. Eva nimmt die Frucht und beißt ab. Adam guckt auf sie und sagt, das stimmt ja gar nicht. Wir sind ja noch am Leben, du bist noch am Leben, ich werde auch davon schmecken. Wir sind ja gar nicht gestorben, denn im Physischen haben sie recht gehabt. Sie sind nicht gestorben auf einmal, im Physischen und tot umgefallen. Aber in der geistlichen Welt sind sie für Gott wie für tot erklärt. Jeder Mensch, der nicht mit Gott lebt, ist aus dem geistigen Auge gesehen tot. Es sind lauter tote Menschen in dieser Welt. Aus dem Wort Gottes sehen wir ganz genau, dass der Herr sie so bezeichnet. Wir sehen, dass immer unterschieden wird zwischen denen, die wirklich wiedergeboren sind, lebendig geworden sind. Und da, wo totes Gebein ist. Und das Gefährliche ist, die Menschen denken, sie essen von der Frucht und sie sterben gar nicht. Aber sie sind tot. Der Mensch durchlebt also einen geistlichen Tod und er ist plötzlich nicht mehr in der Lage, Gottes Stimme zu hören. Er hat die Verbindung verloren. Versuch mal, zu einem Friedhof heute zu gehen und mit denen zu sprechen. Das scheint dir jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber wenn jemand tot ist, dann kann er nicht mit dir kommunizieren. Es ist nicht möglich. Und wenn Gott sagt, dass diese Menschen gestorben sind, dann ist es wahr. Das heißt, sie sind tot und sie können nicht sprechen. Sie können nicht hören. Sie können diese geistliche Ebene nicht mehr erfassen. Sie sind taubstumm für Gottes lebensspendendes Reden. Es kann kein Reden von Gott geben, wenn kein Reden von ihm kommt. Wenn Gott nicht in unsere Welt reinsprechen würde, in unsere Box und sagen würde, es gibt mich, ich bin dein Gott, ich habe dich geschaffen. Wenn wir nichts von Gott hören würden und einfach vor uns leben würden, wir würden nicht wissen, dass es Gott gibt. Wir könnten nicht über Gott sprechen. Aber erst weil Gott hineinspricht, von ihm etwas kommt, können wir über ihn reden. Es geht nicht anders. Es muss erst das Reden von Gott kommen, bevor das Reden über ihn kommt. Wie lernen Babys sprechen? Wie lernt ein neugeborenes Baby, das nicht sprechen kann, eine Sprache, aber auch etwas zu hören, Sprache wahrzunehmen und dann auch selber zu sprechen? Sie lernen das, indem sie die Stimme der Eltern hören. Sie lernen das, indem Menschen mit ihnen sprechen und in sie hineinlegen und in sie hineinlegen und dass sie in dem Sprachlichen wachsen und gedeihen. Und sie fangen noch nicht mal sofort an zu sprechen, sie nehmen erst mal wahr. Und nachdem genug reingeflossen ist, fangen sie irgendwann aus der Entwicklung heraus an zu sprechen. Ohne diesen Umstand, wenn niemand mit ihnen sprechen würde, sie würden diese Sprache nicht lernen können. Und sie könnten auch nicht antworten auf das, was du sagst. Sie brauchen also eine Umgebung, in der das Wort reingesprochen wird. Was lernen die Menschen heutzutage? Was lernt ein Mensch, der nicht von Gott umgeben ist, der irgendwo in dieser Welt umherläuft und sein Leben lebt? Dieser Mensch, der geistlich tot ist, er ist nicht empfänglich für Gottes Stimme. Er kann es nicht, weil er im Grab liegt. Er ist gestorben. Von Adam und Eva an hat er das Totenrecht erworben und er wurde noch nicht wieder auferweckt. Er wurde noch nicht geboren erneut, also ist er geistlich tot. Sie kennen diese Stimme nicht von Jesus. Die Schafe kennen seine Stimme, aber für sie, sie kennen diese Stimme nicht. Sie können nicht mit und Gott kann auch nicht durch sie sprechen.
Sie können dieses Sprechen nicht einfach so lernen. Es muss etwas hineingelegt werden. Sie hören zwar diese taubstummen Menschen, diese geistig toten Menschen, sie hören zwar, aber Jesus sagt, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Da ist Jesus und er spricht zur Versammlung. Da ist ein Prediger und er spricht zur Gemeinde. Und sie sehen ihn, aber sie sehen nicht, was dahinter steht. Sie hören, aber sie hören nicht und sie verstehen nicht. Da ist einer, der geistlich tot ist und er kann es nicht fassen. Es ist nicht möglich. Manche Menschen hören, aber hören doch nicht, weil ihr Herz verschlossen ist. Sie hören vielleicht genauso wie aus einem Nebenraum diese Musik. Sie nehmen irgendetwas wahr, sie können vielleicht verstehen, dass sich irgendetwas in der Luft dort bewegt, aber sie können es nicht fassen. Sie können vielleicht sogar etwas nachvollziehen und denken, okay, das ist jetzt irgendetwas und das habe ich vorher noch nicht wahrgenommen, aber ich verstehe es nicht. Und das ist auch nicht möglich für sie, denn die Wahrheit dringt nicht in sie ein. In Matthäus 13 wird das Gleichnis vom Sämann gebracht. Und wir sehen, dass Same ausgestreut wird auf den Weg, auf die Felsen, auf die Dornen und auf das gute Land. Und jetzt wollen wir aber einen Schritt davor gehen. Bevor der Sämann ausgeht, um zu sehen, fahr mal an den Feldwegen auch hier in Deutschland vorbei. Was wirst du sehen? Im Spätsommer wurde die Ernte eingefahren, über den Winter ruht das Land. Was macht jetzt der Bauer, bevor er anfängt zu sehen? Was wird dieser Sämann tun? Und wie würde er niemals vorgehen? Er würde niemals einen Samen sehen, ohne den Boden vorzubereiten. Kein Sämann auf dieser Erde würde einfach Samen ausstreuen. Jeder Bauer, jeder Farmer würde immer zuerst den Boden vorbereiten. Es gibt keinen Sämann, der einfach Samen drauf loswirft, sondern es wird immer der Boden vorbereitet. Es ist nicht anders möglich und es würde keine Frucht bringen, wenn der Boden nicht vorher umgegraben wird. Vielleicht muss man Nährstoffe hineinlegen, vielleicht muss man das ganze Feld düngern. Vielleicht braucht das Feld ein Jahr Ruhe, um sich zu regenerieren. Der Boden muss vorbereitet sein. Wenn der Sämann sein Fach versteht, wenn er versteht, was er tut, dann wird er den Boden immer vorbereiten. Und wo würde er den Boden vorbereiten? Würde er zum Feld des Nachbarbauern gehen und einfach darauf loswerfen? Nein, der Sämann bereitet den Boden dort vor, wo jemand ihm Zugang gewährt. Dort wird der Boden vorbereitet für die Aussaat. Da, wo es entweder schon von ihm erkauft ist oder wo jemand sagt, es ist in Ordnung, du darfst meinen Boden vorbereiten. Dann wird der Sämann, bevor er aussät, den Boden vorbereiten. Anders würde er es niemals tun. Und ich glaube, dass Gott der wunderbarste Sämann überhaupt ist. Und ich glaube, und ich bin fest überzeugt, dass bevor er einen Samen aussät, der Frucht tragen soll, der Boden vorbereitet wird. Und diesen Gedanken wollen wir im Hinterkopf behalten. Wir kommen noch dazu. Es gibt aber auch ein Negativbeispiel. Da fiel nämlich einiges Etliches an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Matthäus 13, 4. Und Matthäus 13, 19, da ist die Erklärung von diesem Gleichnis an dieser Stelle. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Es gibt also den Moment, dass etwas ausgesät wird, aber es wird genommen. Es wird geraubt, bevor es wirklich eine Wurzel schlagen kann. Das ist so wie in ein Ohr rein, in das andere wieder raus. Wir hatten letzte Woche eine gute Kinderpredigt, die heute, glaube ich, auch sehr gut hier reingepasst hätte. Und das bedeutet, dass etwas reingelegt wird. Es wird rausgeworfen, aber es wird nicht dazu kommen, dass es Wurzeln schlägt. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verstock dein Herz nicht. Wie soll jetzt ein Mensch Gottes Stimme hören,
wenn er geistlich tot ist, wenn er für Gottes Reden taub ist? Und wie soll er Gottes Stimme hören und mit ihm sprechen, wenn er das nie gelernt hat? Ich möchte euch einen kleinen Ausschnitt zeigen. Und wie es die Ironie so will, haben wir heute keinen Ton, weil die Technik es heute nicht zulässt. Aber es ist okay, es reicht, dass wir das sehen. Ich werde euch einen kleinen Ausschnitt zeigen. Da ist ein Kind, es ist geboren, ohne etwas hören zu können. Es ist krank geboren, es kann nichts hören. Und dann gibt es einen Moment, dass die Ärzte ein Hörgerät anlegen und das Kind hört zum ersten Mal die Stimme der eigenen Mutter. Es ist noch bewegender, wenn man das mit Ton hören würde. Aber es ist trotzdem ein Moment und wir werden einfach nur kurz reingucken. Man muss sich das vorstellen, das Kind hört zum allerersten Mal in diesem Moment die Stimme der eigenen Mutter. Es ist aufgewachsen, es hat nie etwas verstanden. Und plötzlich fängt das Kind an, die Stimme der eigenen Mutter zu hören. Die Mutter redet und in dem Video sagt sie, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und wiederholt, ich liebe dich. Und das Kind in ihrem kleinen Alter hört die Stimme der Mutter, wie sie sagt, ich liebe dich. Und das Kind kann es nicht fassen. Das Kind ist überwältigt, weil eine neue Dimension in dieses Leben reingekommen ist. Es ist etwas vollkommen Neues. Das Kind hat noch nie die Stimme der Mutter gehört und plötzlich kann es etwas hören. Was ist passiert? Es ist ein Eingriff, der das Leben dieses Kindes ändert. Ein Mensch, ein Baby, hat kein Hörvermögen. Und das Baby ist nicht in der Lage, die Situation zu ändern. Das Kind kann nichts an der Situation ändern. Es kann einfach nicht hören. Und das Kind weiß vielleicht auch gar nicht, dass es hören muss. Es versteht nicht, dass es da etwas gibt, was das Kind hören könnte. Und dann kommt ein Eingriff von außen, ein Implantat oder eine Hörunterstützung. Und plötzlich ist ein Mensch, der noch nie etwas gehört hat, imstande, etwas zu hören. Und das ist ein Eingriff von außen. Das Kind hat nie danach gerufen oder danach gefragt. Es konnte nicht mal. Es musste jemand von außen in sein Leben hineintreten und ihm die Fähigkeit geben, etwas zu hören. Und dann wird das Hörvermögen wiederhergestellt. So wie Gott es sich das gedacht hat, wie der Mensch geschaffen sein sollte. Wo er vielleicht durch Krankheit, durch Sünde Fehlstellung erleidet. Und plötzlich wird etwas wiederhergestellt. Ein Eingriff, der das Leben ändert. Was bedeutet das für uns? Was ist passiert? Da war ein Mensch, der war nicht in der Lage, mit Gott in Verbindung zu treten. Er war nicht in der Lage, die Situation zu ändern. Und vielleicht ist dieser Mensch ohne Gott sich sogar gar nicht bewusst, dass er etwas ändern muss und dass eine Veränderung in sein Leben reinkommen kann. Und der Mensch lebt sein Leben und er weiß gar nicht, dass es dort eine Dimension gibt, die ihn mit einer Stimme erreichen kann, die ausspricht in sein Herz, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und dann kommt ein Eingriff von außen. Der Heilige Geist bereitet vor, das Herz, den Umstand, vielleicht eine Situation. Der Herzensboden wird vorbereitet, der Seemann geht aus, aber vorher hat er den Boden vorbereitet. Der Heilige Geist tut sein Werk, Menschen, die beten, und der Heilige Geist fängt in ihrem Leben an, irgendetwas umzustellen, dass sie mit der Zeit empfänglich werden. Und vielleicht kommt eine Situation, in der sie gebrochen sind und das Wort Gottes wird hinzugetan, vielleicht durch eine Predigt, vielleicht durch ein Gespräch, vielleicht durch ein Lied. Und dann, wenn der Geist vorbereitet hat, wenn das Wort Gottes hinzugetan wird, entsteht etwas Neues. Und wir sprechen dann, wenn jemand geistlich tot war, von einer Wiedergeburt. Es ist die Wiederherstellung des Urzustands. So wie es gedacht war, wie der Garten Eden geschaffen wurde, kommt der Mensch zurück nach Hause. Er kommt in seine Bestimmung, in seine Berufung. Und wisst ihr, was sein sehnlichster Wunsch ist? Ein Mensch, der hier auf der Erde lebt. Er möchte nicht nur im Geist erneuert werden. Er freut sich auch darauf, dass sein Körper eines Tages
erneuert wird und im ewigen Reich mit Jesus zusammen in der Gemeinschaft ist. Amen. Das ist das, was Gott sich gedacht hat. Das ist der gute Plan. Dann kommt der Mensch, was er daraus gemacht hat. Und dann kommt Christus als Erlöser. Es braucht den Heiligen Geist, um den Boden des Herzens vorzubereiten. Matthias hatte schon gesagt, in Römer 10, 17 steht, und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Wir haben also den Glauben. Und dieser Glaube kommt durch das Hören. Wenn jemand im Glauben bleibt, dann weil er immer wieder Gottes Stimme hört, weil er immer wieder sein Wort hört, weil er in der Gemeinschaft der Heiligen ist und dort immer wieder Gott durch Menschen spricht und diese Menschen bleiben im Glauben, weil sie Gottes Stimme hören. Der Glaube kommt durch das Hören. Und dann guckst du und du sagst, wie Matthias heute gesagt hat, das Ohr ist etwas, was filtert und du schließt einen Bund damit und du merkst, der Geist bereitet vor und mein Ohr ist empfänglich, ich kann die Stimme Gottes hören und du wirst merken, dein Herz wird verändert. Dein Herz beginnt auf eine neue Art und Weise zu schlagen. Es ist etwas Neues, was in dir wirkt. Es ist Gott, der Anfänger und der Vollender jedes seines Werkes ist. Und dann schaust du auf dein Ohr und du schaust auf dein Herz und plötzlich merkst du, wie du ein neues Wesen geworden bist. Wie du plötzlich ein Mensch in Christus geworden bist. Wie du plötzlich nach Hause kommst und sagst, Jesus, dafür bin ich geschaffen. Ich freue mich auf die Ewigkeit. Du wirst mich hier gebrauchen. Nicht, weil ich es muss, sondern ich liebe dich. Und du aktivierst mich. Und ich möchte ein Zeuge sein von dem, dass ich eine wunderbare Zukunft und hier eine wunderbare Beziehung leben darf. Hesekiel 36, Vers 26 und Vers 27. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich, Gott, werde bewirken, dass ihr meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt. Und jetzt habe ich eine Frage, wie viel hat der Mensch hier gerade getan? Wie viel kannst du dazu tun? Kannst du für dich erzwingen, dass du geboren wirst oder muss dich jemand zeugen? Hier steht, ich will euch ein neues Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres legen. Ich will das Steinerne rausnehmen und ich werde ein Fleischernes hineinlegen. Ich will meinen Geist hineinlegen und ich werde etwas bewirken. Wie oft kommt dort das Wort du vor? Gott sei Dank nullmal. Denn wenn die Errettung, wenn die Wiedergeburt von dir abhängen würde, da würdest du kläglich scheitern. Gott bewirkt es, Gott bereitet vor, Gott vollbringt die Wiedergeburt, Gott führt dich in den Urzustand zurück. Und wir kommen langsam zum Ende. Und jetzt bleibt vielleicht für jemanden die Frage, und das alles nur, weil man Gottes Wort gehört hat? Das alles nur, weil ich eine Predigt, ein Lied oder ein Gedicht gehört habe oder mit jemandem gesprochen habe? Hebräer Kapitel 4, Vers 12, der erste Teil sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Vielleicht fühlst du dich seelisch, als ob du mit Jesus lebst. Vielleicht fühlte ich mich als Thomas 10 Jahre lang seelisch so, als ob ich immer zur Gemeinde gehe, einen Dienst tue und jetzt mit Jesus lebe. Aber das Wort Gottes musste meine seelische Hälfte von der geistlichen scheiden. Es musste mir zeigen, dass auch wenn ich vielleicht bestimmte Gefühle oder Wirkungen in mir verspürt habe, dass ich vielleicht gar nicht wirklich mit Jesus in einer Beziehung lebe. Und deswegen sagt uns das Wort ganz klar, dass Jesus, das Wort selbst, scheiden wird. Er wird dir zeigen, was wirklich
wahr ist. Es ist gefährlich, sein Leben auf Gefühle zu bauen. Es ist gefährlich, seelisch zu leben. Sondern der Geist muss dir aufzeigen, wo du wirklich stehst. Und nur so kann echte Veränderung kommen. Und nur so kann echte Wiedererweckung kommen. Und ich will einfach ein kleines Zeugnis geben aus unserer Jugend. Es ist eine wunderbare Sache, die Jesus gerade tut. Es ist wie ein Erwachen aus einem Schlaf, den wir lange hatten. Es ist, als ob jemand uns die Augen geöffnet hat. Wie bei Hesekiel, der eine Vision bekommt. Und Gott zeigt ihm und er sagt, Gott, hier ist überall totes Gebein. Ich dachte, ich wäre unter Lebenden. Und was macht Gott? Er sagt, ja, so ist das. Das ist das, was du mit geistigem Auge siehst, was von außen gar nicht zu sehen ist. Und was macht Gott dann? Als erstes sammelt er. Er sammelt die Gebeine, er führt sie zusammen, er bringt sie in eine Mitte und dann fängt er an, Sehnen wiederherzustellen. Er beginnt es wieder fleischern zu machen, was vorher steinern und gebrechlich war und führt auf einmal Menschen als Ganzes zusammen und beginnt dann, sein Reich zu bauen. Und wir haben angefangen, ehrlich zu werden. Wir haben angefangen, miteinander Seele von Geist zu scheiden. Vielleicht da, wo du schon lange lebst, in der Gemeinde, wo du schon lange bist, in einem Dienst. Und plötzlich du dir bewusst wirst, dass wenn du alleine bist, wenn du abends nach Hause kommst, du vielleicht keine echte Jesus-Beziehung hast. Du vielleicht dich gar nicht darauf freust, dass er wiederkommt, wie ein Bräutigam und wie eine Braut, die ihn erwartet. Und ich bin so Gott so dankbar, dass er diese Ehrlichkeit schenkt und dass er Seele von Geist scheidet. Und das ist das, was das Wort Gottes tut. Und ich möchte eine kurze Erinnerung nochmal, und das wird die vorletzte Folie sein. Wir haben also, um das nur nochmal festzuhalten, was war passiert? Der Mensch war nicht in der Lage, du warst nicht in der Lage, und du bist vielleicht auch nicht in der Lage, wenn du noch nicht mit Jesus lebst, um mit Gott in Kommunikation in eine Beziehung zu treten. Es braucht einen Eingriff von außen. Es muss jemand kommen und dir ein Vermögen schenken, ein Hörvermögen, ein Sprechvermögen, um eine geistliche Dimension wieder zu erleben, für die du eigentlich geschaffen wurdest. Und es braucht eine Wiedergeburt, die nur Gott bewirken kann. Und in dem Allen möchte Gott dich in den Urzustand zurückführen. Und ich möchte uns mit einem Gedanken ganz am Anfang der Bibel gleich in ein Lied begleiten. Wir werden anschließend beten. Es ist der Anfang allem, was Gott uns mitgeteilt hat. 1. Mose und da die ersten Verse. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Ist es in dir vielleicht wüst und leer? Hast du vielleicht keine echte Verbindung zu Gott? Liegt bei dir vielleicht in der Tiefe eine Finsternis? Siehst du dich vielleicht von Dunkelheit umgeben? Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Wenn du um dich herum nur Dunkelheit und Chaos siehst, dann bitte Gott, dass er mit seinem Geist dein Herz vorbereitet. Bitte, dass dieser Seemann den guten Boden vorbereitet, dass in dir etwas, wenn der Same gesät wird, wie Frucht entsteht. Und Gott wird sprechen. Und er spricht schon. Es ist wüst und leer. Der Geist vollbringt sein Werk. Er schwebt über deinem Herzen. Und dann wird das Wort Gottes hinzugetan und er sprach, es werde Licht. Und die Schöpfung, du als Geschöpf, du hast keine Wahl. Es wird Licht. Das ist die Allmacht Gottes. Das ist der unbedingte Gehorsam der Schöpfung. Wenn Gott spricht, dann kann nur Gehorsam kommen. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verstock dein Herz nicht. Er will deine Seele Licht machen. Er will, dass du anfängst zu leben. Er will, dass du anfängst zu hören und anfängst, eine Beziehung zu leben. Er will, dass du anfängst zu lieben. Du brauchst diesen Eingriff. Abraham war ein Sohn eines Götzendieners. Und er war selber im Götzendienst. Gott spricht in sein Leben, 1. Mose 12.
Und 3 Verse später ging Abraham. Gott spricht in sein Leben mit einer Liebe, die unendlich ist, mit einer Autorität, die du dir nicht vorstellen kannst. Und Abraham geht. 3 Verse. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verstockt dein Herz nicht.